Es ist echt ein Kampf. 100% Gunner. Was findest du so cool am Free Fight? Ja, einfach alles. Dass du deine ganzen Aggressionen loswerden kannst. Das war's eigentlich. Kraft, Ausdauer. Natürlich ist das Männersache. Aber ästhetisch ist es auch. It looks very professional. And the organization very professional. And the fight is okay. For the beginning of Austria, it's very good. It is not like Japan and not like Holland, but it's very good. Wir haben am Donnerstag um 8 Uhr früh angefangen mit dem Aufbau. Ja, und das geht sich auf die Minuten, glaube ich, ganz genau aus. Es hat sich ein bisschen verzögert, weil der Bühnen- und Podestebau zu spät gekommen ist. Ein bisschen Verzögerung haben wir auch mit dem Licht gehabt. Aber jetzt haben wir alles aufgeholt in kurzer Zeit. Haben wir sogar selber mitgeholfen, die Kämpfer. Also einigermaßen, dass nicht zu müde sind beim Kampf dann. Du hast etwas auch mitgebaut hier, diesen Cage. Es ist schon eine schöne Arbeit, man weiß, dann kämpft man nachher da drin. Das ist einfach ein klasse Gefühl. Halt. Es ist schon schön, da jetzt dann im Moment da umstehen. In deinem eigenen Käfig ist natürlich Verlieren verboten im Jahr. Ja, ich meine, der Bessere soll gewinnen. Ne? Es geht immer ein bisschen ein Klicker dazu. Kriegt man, holst gerade die Hand ab, kriegst du einen Haken, gibst jemanden. Es geht so schnell mit den kleinen Handschuhen. Aber ich glaube, es wird schon super werden. Einfach. Es ist super. In wenigen Stunden geht's los. Wie sind denn jetzt so die letzten Vorbereitungsarbeiten eigentlich? Ja, heftig, ja. Es war eigentlich bis jetzt alles super organisiert, das passt alles, aber es treten halt immer wieder kleine Probleme auf. Und ja, die lösen wir jetzt gerade alle, gell? Aber es wird hinhauen. So die kleinen Probleme, ich nehme mal an, das sind dann wo dann die Sponsoren Pickerl und so hinkehren, oder? Ja, Befestigungen, die nicht wie geplant ablaufen. Was weiß ich. Absperrungen, VIP-Bereich und sowas, Pickerl und genau. Dauert das wirklich 3 Tage lang, bis das so steht? Die komplette Werbung fertig ist am Käfig, dauert es wirklich 3 Tage. Wir haben teilweise bis 5 Uhr in der Früh gearbeitet, 3 Stunden schlafen und dann schon wieder. Zwischen die Kämpfer und dem Ringrichter halt so das Mikro rein, dass das übertragen wird. Habt ihr mich verstanden, sagt der Ringrichter, meine Regeln. Und ich dann aus, ist aus und so, dann passt es hin und her. Dann geht das erst auf der Grund so aus, der Ansager, der schleicht sich einmal, gell? Und dann fährt der Kran hoch. Geht schon, fahr hoch.
schaut wie richtige Helden, okay? Das Publikum will die Show sehen, die will sehen die Athleten. Die richtige Show, geradeaus, starrer Blick. Dann zum Schluss wird der Name ganz gemein aufgerufen, okay? Und wenn der Name ganz gemein aufgerufen wird, ja, schaut bitte immer geradeaus, schaut direkt den Käfig an. Wenn der Name aufgerufen wird, dann bitte, der Moderator gibt Vollgas, dann die Hand auf, okay? Ich hab mir 400 Mal Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 habe ich ausgelassen, aber jetzt den Rocky Balboa angeschaut. Und wenn ich mir da so die Namen anschaue, ein Rocky Balboa oder ein Ivan Draga ist natürlich viel schöner auszusprechen als ein Thomas Krapf. Aber wir haben noch einen sehr klingenden Namen, das ist ein Hutschiev Asludin. Spucke gleich wieder Buffer eigentlich. Unser Regelwerk kann man eigentlich zusammenfassen, die Gesundheit der Sportler geht vor. So einfach, das ist der Kernsatz, das ist die Kernaussage. Diese Reduzierung des Regelwerks erfolgt ja nicht, weil das böse Jungs sind, sondern einfach um der Ehrlichkeit willen. Wir möchten, dass der Judomann gegen den Boxer antritt, wir möchten, dass der Ringer gegen den Karateka antritt. Und diese Idee, dieser Wunsch, der ist schon so alt wie die Olympischen Spiele. Also wir sehen da auch unsere Tradition drin. Ja? In der Antike hat der Pankration hat es über 1000 Jahre gegeben und eine Entwicklung. Und es hat auch dann so etwas wie ein professionelles Athletenteam gegeben, das von Stadt zu Stadt gereist ist oder wo die beschickt haben, die Städte, die sowas veranstaltet haben. Und das waren durchaus Profis. Die haben Geld damit verdient. Also es werden dann eure Köpfe groß auf den Leinwänden sein und ihr redet in die Kamera rein. Das heißt, ihr sprecht quasi zum Publikum. Ich weiß, muss mich jetzt stellen, aber. Vor die Kamera natürlich. Rund um den Bleiberl, dreh den Schmuck weg bitte. Also es ist quasi der Moment direkt vor dem Kampf. Ja. Angst gibt es nicht in meinem Wortschatz. Macht euch gefasst auf den härtesten Kampf des Abends. Der einzige Grund, warum ich in den Käfig gehe, weil ich meine Gänge zerstöre. Worauf achten Sie jetzt bei diesem Medical Check? Beim Medical Check werden die Sportler untersucht, ob akute Erkrankungen vorliegen, akute Verletzungen, die den Kämpfer beeinträchtigen, beziehungsweise auch vielleicht noch Medikamentenbeeinflussungen oder sonstige Beeinflussungen, die den Kämpfer beeinträchtigen. Ich trainiere jetzt seit einem halben Jahr Bodenkampf. Ich bin eigentlich Kick- und Thai-Boxer. Also so lange mache ich es noch nicht. Werden wir schauen, was läuft heute. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bin ich heiß auf den Kampf. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Bist du nicht nervös jetzt? Eigentlich nicht, ne? Es ist zu wenig nervös, bin ich noch, ja. Aber das kommt noch. Wie bereitest du dich auf deinen Kampf vor? Also wie gehen jetzt diese letzten Stunden, die letzten Minuten, wie schaut es da aus? Ich beobachte mal ganz ruhig meinen Gegner, ob er schon nervös ist, Blickkontakt. Immer schauen, so ein bisschen nervös machen, wie bewegt er sich. Wann geht dann der Adrenalinspiegel total nach oben, wenn du rauffährst? Aus der Bühne? Aufwärmen geht schon rauf. Sobald man die Halle sieht, dann total. Was ist das Besondere an diesem Free Fight? Ja, der Kick. Wer kann das? Wer kann hingehen und vor so einem Publikum kämpfen, vor so einer professionellen Veranstaltung das machen? Wenig Leute haben die Chance. Ich habe die Chance, ich freue mich, es passt. Super. Es ist halt alles. Es ist alles erlaubt. Man kann kämpfen, wie man will und wie man von Natur her ist. Also, so ist es. Jetzt ist eine gute Stunde, bevor die Veranstaltung losgeht. Ja, eigentlich ganz gut. Etwas aufgeregt. Die letzten Organisationen, die letzten Handgriffe, aber wir haben das gut im Griff. Musik.
findest du so lässig am Free Fight? Im Prinzip ist es einfach toll zuzuschauen, dass da eigentlich ein gewisser Respekt noch gegenüber herrscht und mit Herz gekämpft wird. Es ist einfach faszinierend, wie wer sich das traut, sozusagen in den Käfig einzusteigen und gegeneinander zu kämpfen, sozusagen. Das fasziniert mich. In Käfigsteig 2 ist schon vorbereitet. So jetzt bin ich nur relaxed. Thank you.
nur die Fachleute, die da sind und das Publikum, die das kennt, versteht auch die Härte und den ganzen Einsatz. Die anderen Leute ist es natürlich schwer zu verstehen und werden glauben, das ist nur brutal. Aber da eine strikte Regel besteht und die Leute sich daran halten, ist das auch immer ein extrem harter Kampfsport. Ich bin begeistert, was die Edel Brothers da hier aufgerichtet haben. Die Halle schaut sensationell aus. Die Leistungen sind teilweise sehr, sehr gut. Also ich freue mich auf den zweiten und dritten Teil. Wir waren schon sehr viele Veranstaltungen, aber das ist sicher mitunter die beste Veranstaltung, die Österreich bis jetzt zu bieten hatte. Und ich hoffe, dass noch sehr viele weitere Veranstaltungen wie diese kommen werden. Ich glaube, dass das auch für die Zukunft eine wichtige Weichenstellung war. Wenn sowas ordentlich funktioniert und ordentlich organisiert wird, dass das auch Zukunft hat. Man sieht ja an die Leute, die da sind, die haben alle ihren Spaß. Und ich glaube, dass das Interesse nur größer werden kann damit. Das ist natürlich eine andere Art von Kraftsport. Das ist Kampfsport und das ist ein Wahnsinn, was die Burschen leisten. Einmal ein paar Worte zum Kampf. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gewusst, dass er ein harter Standkämpfer ist. Und ich bin aber trotzdem am Stand geblieben. Ich habe immer gedacht, wenn es für mich am Stand nicht ausgehen sollte, weil er hauptsächlich Stand trainiert und ich aber Allround, dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich mit ihm zu Boden. Aber ja, planen gibt es nicht. Ja, ich bin überglücklich. Ich kann dazu mehr nicht sagen. Ich bin überglücklich, dass alles super über die Bühne gegangen ist. Und ich bin schon am Studieren, was wir am 21. noch verfeinern können. Gell? Werden wir sicher noch steigern können. Gell?